Oberwiesenthal ist Wintersport. Mit dem Wiesenthaler K3 hat die Stadt ein Museum im Ortszentrum. Ein Schild zeigt hier, Fichtelberg, 2 Kilometer. Klar, dass der Museumsbesucher drinnen auf die hiesige Wintersportgeschichte und prominente Oberwiesenthaler Wintersportler trifft. Seit 8 Jahren gibt es die große Wintersportausstellung. Viele, die hier im Bild gezeigt oder namentlich genannt werden, sind schon lange nicht mehr aktiv. Bei Julia Taubitz ist das anders. Begleitet von ihren Eltern Simone und Thomas war die erfolgreiche Rennrodlerin am Abend des 7. Juli ins K3 gekommen. Erwartet von Heike Hünefeld, von der Oberwiesenthaler Gästeinformation und einstigen Wegbegleitern wie ihrem ehemaligen Trainer Thorsten Wustlich, sollte der 27-Jährigen eine besondere Ehre zuteil werden. Im Museum befindet sich im 1. Stock eine Medaillenwand. Darauf stehen die Namen der Olympia- und WM-Medaillengewinner mit Bezug zu Oberwiesenthal. Nach den Erfolgen des vergangenen Winters darf die erneut ergänzt werden. Mitverantwortlich ist Julia Taubitz. Wie schon 2019 und 2022 hat die sympathische Rennrodlerin selbst Hand angelegt und ihre Medaillenpünktchen für 2023 angebracht. Sie kleben jetzt an der Wand für 2 silberne WM-Medaillen im Sprint und Einzel bei der Rennrodel-WM 2023. Damit hat sie mit 9 Medaillenpunkten mit dem anwesenden Ex-Rennrodler Thorsten Wustlich gleichgezogen. Der ist darüber nicht verärgert und wünschte Julia Taubitz auch weiterhin viel Erfolg. Kurort Oberwiesenthal durfte schon viele sportliche Sternstunden erleben. Die Athleten erkämpften seit 1962 insgesamt 54 olympische Medaillen und 165 Medaillen bei Weltmeisterschaften. Julia Taubitz, die ihre im Januar 2023 in Oberhof errungenen Medaillen dabei hatte, kann für weiteres Edelmetall sorgen. Wie sie in einer lockeren Frage- und Antwortrunde mit Heike Hünefeld verriet, möchte sie bei der nächsten Rennrodel-WM ganz vorn mitmischen. Denn sei Oberhof schon eine Heim-WM gewesen, wird die im Januar 2024 in Altenberg laut Julia Taubitz eine Heim-WM mit Sternchen sein. Denn dort im Osterzgebirge habe sie das Rodeln so richtig gelernt. Passend dazu gibt es vor dem Wiesenthaler K3 einen Spruch von Anton Günther. Das ganze Lahm ist eine Sehnsucht noch dahamit. Mit Blick auf die dreimalige Gewinnerin des Gesamtweltcups, Julia Taubitz, und deren anstehenden Aufgaben sollten diese Worte nicht in Bronze oder Silber, sondern in Gold gegossen sein.